Sauber! Ja,
Jawohl! FC Eddersheim hat die Spielvereinigung Neu-Isenburg zu Gast, die in der Nachspielzeit der ersten Hälfte diesen Elfmeter zugesprochen bekommt. McCrary tritt an und trifft das 0-1. Gleichzeitig auch der Pausenstand. Carlos McCrary vom Punkt antreten und trifft sein zweiter Saisontreffer per Elfmeter. Und der Endstand in dieser Partie: Türkgücü Friedberg und Neu-Isenburg teilen sich die Punkte. So gibt's den Elfer, welchen Carlos McCrary sicher versenkt. Der 26-jährige US-Amerikaner wieder einmal cool vom Punkt. Danach schaltet Eder Bergland auf Defensive um, will hier über Konter vielleicht einen Lucky Punch landen. Doch nicht mit der Spielvereinigung. Marc Züge läuft da toll ein und schiebt die Murmel ins lange Eck. Das 3:1 Doppelpack für Neu-Isenburgs Nummer 9. Der US-Amerikaner aber nicht lange auf sich sitzen lässt. Es sind nur 3 Minuten vergangen. Da setzt McCrary kurz zum Sprint an und schiebt dann rotzfrech das Ding ins lange Eck. Das 2:0 nach nur 8 Minuten und das letzte Tor in dieser Partie. Die Spielvereinigung gewinnt gegen den HSV. Ein Fall für Captain America, Carlos McCrary. Pfosten, Nachschuss und doch noch drin. Ich bin ja kein Statistiker, aber ich denke, dieser Elfer könnte McCrarys makellose Statistik ruiniert haben. Sei es drum, Rot führt. Und die haben jetzt Blut geleckt. Wir sind in der 25. Der Torschütze des 1:0 stipitzt sich da den Ball, setzt sich stark durch und findet den Weg ins Netz. Doppelpack für den US-Amerikaner. Und an seinem Jubel kann ich mich auch nicht satt sehen. Machen wir also weiter im zweiten Spielabschnitt und nun endlich kommt die Zeit von Captain America, Carlos McCrary. 51. zündet da den Turbo, verletzt den Keeper und hat dann ein freies Tor vor sich. Verbeugt sich für uns, doch eigentlich sollten wir uns für ihn verbeugen. Was ein unglaublicher Spieler. Und jetzt hat der Captain Blut geleckt, bekommt gerade den nächsten langen Ball in die Spitze gespielt, ist wieder erster Sieger gegen den Keeper, schon wieder das Tor leer und erhöht auf 4:2. Nun gibt's auch endlich den normalen Jubel, Neu-Isenburg im McCrary-Rausch. Der hier noch nicht genug hat, 69. Ginsheim macht hinten auf, um vorne nochmal zuschlagen zu können. Ganz zum Gefallen von Carlos McCrary, wieder im 1-gegen-1 gegen den Keeper, der auch beim dritten Mal das Nachsehen hat. Unglaublicher Typ, schraubt sein Torekonto nun auf ganze 9 Buden. Job für den Captain, der das sicher macht, schraubt sein Torekonto auf ganze 10 Treffer. Spielt wirklich eine tolle Runde. Danach verliert der SC aber ein wenig den Faden und lässt die Spielvereinigung 0-3 zurück in dieses Spiel. 16 Gegentore aus den letzten 3 Spielen vollkommen vergessen. Durch diesen Ausgleichstreffer durch Carlos McCrary. Neu-Isenburg erhebt sich und sammelt einen Punkt gegen den SC Waldgirmes. Keine guten News für die 0-3er, die hier aber dennoch ganz gut drin sind im Spiel. Und auch ausgleichen durch Dario Stange. Alles wieder offen also im Kasseler Umland. Ginsheimern das Leben schwer. Spielen mutig. Das ist Carlos McCrary. Setzt sich ganz stark durch und findet Marc Züge. Das ist der Ausgleich. Seit nun 15 Spielen warten die 0-3er auf einen Sieg und heute entflammt mal wieder Hoffnung, dass diese Serie endlich reißt. Tabellenschlusslicht gelingt in der 69. sogar noch der Anschlusstreffer durch den 25-jährigen Deutsch-Kosovaren Aljoscha Atzberger. Doch auch wenn hier schnell der Ball aus dem Netz in Richtung Mittelkreis getragen wird,
Es reicht nicht. Die Zeit war bis dahin eigentlich ausgeglichen. Die Spielvereinigung spielt hier aber mit großer Lust am Sport und darf kurz vor der Pause kontern über Carlos McCrary. Der lässt einen stehen. Tunnelt den nächsten und schon steht's hier 2:0. Ja, was ist hier denn los? Das Tabellenschlusslicht führt doppelt und ist ein Mann mehr. Das muss doch für den Sieg reichen, oder? Laufen die letzten 5 Minuten. Da keimt bei der Spielvereinigung wieder Hoffnung auf. Wegen ihm hier, Carlos McCrary, nur noch 3:4. Geht hier noch was für Neu-Isenburg? Ja, die schaffen den Ausgleich. Captain America macht ein Bombenspiel, ist heute einfach immer da, wo es wehtut. Der Ausgleich. Gibt es jetzt die Punkteteilung im Keller? Nö.